Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4 hier bei Skippinson TV. Ich mach mal ein Schnellspeichern. Habe in der also in dem Offscreen sozusagen, zwischen der letzten Folge und dieser Folge, mal meine Taschen ein wenig geleert. So, ihr seht, mein Inventar ist wieder kräftig leer. So, hab mich auch schon zu der letzten Quest, die wir noch haben, also das ist die vorletzte Quest eigentlich. Moment, Daten. Der erste Schritt, nein, das hier, den Gefallen erwidern. Da gehen wir jetzt mal hin und geben das Medaillon ab bei den guten Herren. Wer war's? Neu hier? Wenn du was zum Handeln hast, kannst du gern mit mir reden. Ja, zeig doch mal. Was hast du vorrätig? Ist nicht viel, aber ich habe ein paar grundlegende Dinge. Munition, Medikamente und so. Ja, ich habe mein Outfit ein wenig verändert. Munition und Medikamente? Wie grundlegend sind die denn? Sehr. Willst du hier draußen überleben? Dann brauchst du Munition und Medikamente. Also, willst du jetzt handeln oder nicht? Wir handeln mal. Klingt gut. Was hat die so, die Frau? Ah, man kann also auch Güter kaufen, die man so zum Bau seiner Siedlung braucht. Ja, aber ich habe zurzeit nichts abzugeben, deswegen... Wie läuft der Handel mit Diamond City? Gut, wenn mein Mann mal dazu kommt. Das geht aber nur, wenn die Farm zuvor nicht überfallen wurde. Warum glaubst du wohl, dass ich Munition und Medikamente verkaufe? Du kannst dich nicht verteidigen? Dann schluckt dich das Commonwealth. Ja, dann sag ich mal... Ich glaube nicht. Großartig. Vielleicht sagst du das beim nächsten Mal sofort, statt meine Zeit zu verschwenden. Entschuldigung. Also... Man sollte seinen Kunden aber ein bisschen netter sein, würde ich sagen. Hast du das Medaillon schon gefunden? Jo, hab ich. Hey. Was ist los, Kollege? Ich will mit dir reden. Hau doch nicht ab. Lauf doch nicht weg. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Ich bin sicher, sie wird ihre Preise senken nach allem, was du getan hast. Und du kannst gerne unsere Werkstatt benutzen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Aha. Gut. Kann ich was mit den Knaben machen? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Oh. Ja. Aha, ich kann also auch tauschen mit den Leuten. Kronkorken tauschen kann ich gegen irgendwas. Aha. Nein, falsche Taste. Ich habe aber das schon gerade gelernt. Irgendwann mal vielleicht. So. Und jetzt müsste ich auch hier die Werkbank benutzen können, weil ich mit den Jungs verbündet bin. Ja. Aber nicht sehr viel, was ich abreißen könnte. Schauen wir uns mal ein wenig um. Drahtzaun, aber ich glaube, so wie er da liegt, kann ich den nur verwerten, ne? Gut, machen wir das. Verwerten wir. Ja, mache ich normalerweise offscreen, aber hier gucke ich einmal kurz, das ist ja nicht so viel. Ich würde sagen, so mit Abreißen und Verwerten war es das hier auch schon. Hier vielleicht noch den Baum, damit die ein bisschen Holz haben. Da den Stumpf auch weg. Mal ein bisschen aufräumen hier. Ja, ich habe mir gesagt, ist die letzte Folge meiner Aufnahmesession. Gehen wir es mal ein wenig ruhiger an. So. Der Stumpf kann auch weg. Hallo? Ja. Weg. Den da auch. Aber das sieht gut aus. Hier könnte man wirklich Farmland einrichten.
Ich meine, viele von euch werden ja wahrscheinlich schon Fallout viel länger gespielt haben. Wo habt ihr euer Farmland gemacht? Aber es gibt keinen Schutz hier, sehe ich gerade mal. Hier sollte für Schutz gesorgt werden. Einen Moment. Da. Schutz. Machen wir hier mal einen Wachposten hin, was? Oh, wir haben schon wieder radioaktiven Niederschlag. So, hier vor der Tür zum Beispiel. Aber das muss ich mal anders machen. Oh, gut, Moment mal. Ah, ne. Noch ein Stückchen zurück. So, hier bei der Kochstation. Sieht ja super aus. Kommt man noch hier schön rein. Ja. Jetzt müssen wir noch einen Knaben finden, den ich mir zuweise. Du da stehst so hier doof rum. Dich befehlige ich. Hier Wache zu halten. Schutz 2. Nur. Okay, ich müsste noch Schutz bauen, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Ja, ja, ich weiß. Du hast ja einen großen Apparat am Arm. So was habe ich noch nie gesehen. Ja, das hat nicht jeder. Verdammter radioaktiver Niederschlag. Verstrahlt mich hier voll. Egal, wir müssen nach Hause. Ja, ich könnte die Schnellreise nehmen. Aber ich tue es nicht. Na, die wachsen ziemlich schnell, die verstrahlten Disteln. Vielleicht, weil sie verstrahlt sind. Hier ist der Fluss, da ist die Brücke, da wollen wir hin. Habe ich doch schon vor 3, 4, 5 Folgen mal hier runtergeworfen. Warum liegt denn der jetzt wieder hier oben? Seltsam. Den gefiel es da unten wahrscheinlich nicht. Hat sich dann da hingelegt. Ach, guck mal hier, der hält auch seine Wache diesmal hier schön ordentlich. Finde ich gut. Komm, wir machen mal Smalltalk. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Hör doch auf. Mensch, jetzt wollte ich mal ein bisschen Smalltalk mit dir führen. Der will allein sein. Ah, wir sind dem radioaktiven Niederschlag auch entkommen. Und ich überlege mir gerade so, oder habe mir schon in der letzten, also in der Pause zu dieser Folge überlegt gehabt, ob ich nicht vielleicht umziehe in dieses Haus. Hier gibt es einen schönen Safe, wo ich meine Klamotten unterbringen kann. Viele Sachen an Schränken, die ich drüben habe, kann ich ja hier rüberholen. Ob ich mich nicht hier einrichten soll. Das ist eine gute Frage, die ich da so habe, aber ich weiß noch nicht. Könnte ich denn auch Wände ziehen? Geht das? Ja, heute mal eine etwas entspanntere Sache. So, Strukturen. Zäune, sonstiges. Gibt es auch Wände? Strukturen aus Holz. Ah, da. Eine Holzwand. Nehmen wir mal an, ich wollte eine Holzwand haben. Okay, könnte ich dann also jetzt so hier hinziehen. Ehrlich? Das ist ja mal, wäre ja cool. So, ich mach das mal. Geh dann wieder raus. Lass einmal schauen. Also habe ich doch gar nicht mal schlecht gemacht, dafür, dass ich das erste Mal in der Wand reingezogen habe irgendwo. Gar nicht mal übel. Aber soll eine Holzwand sein, oder? Das sieht aber mehr nach einer Blechwand aus. Eine Hüttenwand. Ich
verwerte sie wieder. Das sieht doch eine Hüttenwand. Ach, an der Decke geht hier nicht alles, wenn ich den zu hoch habe. Eine Hüttenwand. Das ist dann mit einer Tür drin. So ein Vordach. Also ich habe nur die Möglichkeit für diese komischen Blechhüttendächer. Da überlege ich ja jetzt wirklich, ob ich nicht wirklich vielleicht in dieses Gebäude einziehen soll. Oder das sozusagen als meine Zweithütte mache. Das Arbeitshaus. Weil ist nah am Ausgang. Nebenan könnte ich mir dort einen Schuppen hinstellen. Ich habe einen Computer, in den ich ein bisschen rumlesen kann und meine Let's Plays für die Nachwelt machen kann, in diesem Fallout hier. Ne? Gut, ich müsste mir Küchenteile wahrscheinlich dann hier rüberbringen, weil... Ja, vielleicht werde ich jetzt dann, weil ich ja sage, ja, das ist die letzte Aufnahme, vielleicht werde ich in der nächsten Folge einfach mal... Was heißt hier in der nächsten Folge? In dem Offscreen zur nächsten Folge einfach mal da mal das Häuschen gestalten. Ob ich es mache, wir werden es in den nächsten oder übernächsten Folge erfahren. So, gehen wir mal hier rein. Weil ich kann noch die Klamotten, die ich hier drin habe, mitnehmen, ne? Moment, lass mal einmal schauen. Oh, nö, nur den Herd und so, die Elemente nicht. Jetzt kommt die nächste Frage. Was ist sonstiges? Okay. Ah, hier sind Möbel. Und was kann ich da so machen? Zum Beispiel an Behältern. Was kann ich da so bauen? Kiste, Koffer. Ah, da geht schon einiges. Geht schon was. Aber ein Safe kann ich mir nicht bauen. Doch, ein Bodensafe. Aber diese Küchenteile selber finde ich hier gerade mal nicht. Nö. Möbel sonstiges. Fernseher. Das denn? Ach, der Wackelpuppenständer, den kann ich mir selbst bauen. Ah, das ist ja mal cool. Was gibt es als Dekoration? Bodenbelege, Wandschmuck, sonstiges. Aber nirgendwo gibt es diese Küchenelemente. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Küche bauen wollte, gibt es ja nicht. Läden vielleicht? Nee. Das ist ja mal cool. Ich kann Läden aufmachen. Marktstand. Okay. Generiert ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen, macht Siedlungen zufriedener. Aha. Und benötigt Rang 2 lokaler Anführer. Okay. Ja, viele Sachen, mit denen ich mich noch beschäftigen muss. Herstellung, was gibt es da so? Kochherd. In Ordnung. Alle Sachen, mit denen ich mich in der Zukunft, sozusagen der Zukunftsskip, sich beschäftigen muss. Der Vergangenheitsskip guckt hier rum und nimmt mal die nächste Quest an. Eigentlich suche ich gerade Mama Murphy. Hat jemand Mama Murphy gesehen? Ich glaube, die liegt da im Bett.
weil es sah auch aus wie Sturgis. Da ist Mama Murphy. Ich muss mal mit der reden. Ma'am. Steh mal auf hier. Ich muss mit der labern. Mann, Mann, Mann. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Ja. Deine Energie. Meine Energie? Was meinst du damit? Ich dachte, das hätte ich dir schon gesagt, Kind. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das hier ist nicht deine Welt. Aber du musst in ihr leben. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Jet? Was ist das? Das ist ein kleiner Inhalator mit großem Kick. Angeblich wird man dadurch schneller, aber in meinem Alter geht es nur noch um den schnellen Rausch. Die Cams stimulieren das dritte Auge, also werde ich nicht immer Jet brauchen. Aber dieses Mal steht es auf dem Speiseplan. Nein, du bist abhängig von dem Zeug. Du brauchst Hilfe. Nicht das schon wieder, Kind. Hör zu. Ich bin alt. Sogar älter, als du denkst. Wenn mich die Cams umbringen, dann hatte ich immerhin einen guten Lauf. Ohne das dritte Auge hätten wir es nie so weit geschafft. Wir brauchen es. Du brauchst es. Es ist ein Teil von mir. Gut, ich kann dir nicht drohen und ich kann sie auch nicht überreden. Eine andere Möglichkeit können wir mal gucken. Gibt es denn keine Möglichkeit, das dritte Auge ohne Cams zu nutzen? Ich erzähl dir mal eine Geschichte, Kind. Es war einmal ein wunderschönes, junges Mädchen mit einer besonderen Gabe. Sie erlebte eine Menge verrückter Abenteuer. Sie traf einen feschen Jungen, aber er mochte ihre Gabe nicht. Er fürchtete, dass sie sie zu einer Sklavin des Bösen machen würde. Und so verschwand die Gabe, und als der Junge und das Mädchen sie am dringendsten brauchten, war sie nicht mehr da. Jetzt ist der Junge weg und das Mädchen ist alt. Aber sie hat Freunde und ihre Gabe beschützt sie und nur das zählt. Du hast recht. Es ist deine Entscheidung, ob du Cams nimmst oder nicht. Genau so ist es. Ja. Hallo? Mama Murphy. Du bist an diesen Ort hier gebunden, ja. Kind. Ich weiß. Deine Energie. Ja, Moment mal. Ich habe hier früher einmal gelebt. Vor langer Zeit. Aber die ferne Vergangenheit ist für dich gar nicht so fern. Ich hab dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Die Welt erscheint dir wie ein Albtraum, aus dem du nicht erwachen kannst, nicht wahr? Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Will ich doch. Ah ja, hier geht's. Hier, hab schon welches. Gönn's dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Ja, es wird doch reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Hey. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Kannst du nicht einfach irgendeinen Stuhl nehmen? Das dritte Auge laugt mich in letzter Zeit wirklich aus. Mir tut alles weh, auch wenn ich mich hinlege. Ich weiß, dass es komisch ist, heutzutage einen maßgeschneiderten Stuhl zu wollen. Aber das würde mir echt helfen. Klar, ich helfe gern. Danke. Hab ja sonst nichts zu tun, außer einen Stuhl zu bauen.
Also, auf nach Ikea und einen Stuhl holen. Ach, gibt's ja nicht mehr. Dumm gelaufen. So, ich hätte für die Mama Murphy gerne ein schönes Häuschen, wo sie eine Veranda hat, dass sie nicht immer in der Werkstatt rumsitzen muss. Und da dachte ich mir, mache ich die Mama Murphy mal zum Nachbarn. So, hier wäre doch ideal. Ne, aus der Hütte kann man noch was machen. Kühlschrank zu. Ich werde die Klamotten schlecht. So. Tischschatze, Couchschatze, ne? Also da kann man auch echt was raus machen. Also. Oh. Mit dem will ich noch nicht sprechen. Ich will mal in den Baumodus. Und der guten alten Mama Murphy einen Stuhl bauen. Da haben wir ihn auch schon. Ich könnte davon 36 Stück bauen. Ich denke mal, einer reicht. So, und den soll sie natürlich schön haben. Ne, so richtig mit schönem Ausblick. Hier so auf den Fluss oder mehr so auf die City. Ah, Mama Murphy kriegt den Platz hier so. So, Moment, zack. Ja, sieht super aus. Yeah. Haben wir auch geschafft. Gehen wir mal zu der guten Mama Murphy hin und sagen ihr Bescheid. Ah, sie steht auch schon auf. Ich glaube, sie weiß schon Bescheid. Mama Murphy. Ich muss mich hinsetzen, Kind. Ah, okay. Ja, dann mach dich mal auf den Weg und setz dich. So, wir machen uns auch auf den Weg zu dem Kollegen da vorne und kriegen vielleicht den zweiten Schritt. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Je mehr Siedlungen sich uns anschließen, desto nützlicher ist die Pistole. Irgendwann kannst du dann überall Hilfe rufen. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt, nun, jetzt bin nur noch ich übrig. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Ja. Schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen, aber ich glaube, du schon. Ich? Warum ich? Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Ich weiß nicht. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, nein, Kannst du mir erklären, worum es bei den Minutemen geht? Wir sind Bürgersoldaten. Leute aus dem Commonwealth, die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu schützen und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Das war die ursprüngliche Idee dahinter. Und es ist eine gute Idee. Die Minutemen sind den Bach runtergegangen, weil unsere Anführer vergessen haben, wofür wir stehen sollten. Ich glaube, du kannst die Minutemen wiederbeleben und das ganze Commonwealth einen. Was passiert, wenn ich Nein sage? Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme.
Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Nein, such dir einen anderen Retter. Ich muss mich um meine Probleme kümmern. Ich verstehe schon. Du kannst dich nicht um die Probleme anderer kümmern, wenn du von deinen eigenen überwältigt bist. Aber ich hoffe, dass du es dir irgendwann anders überlegst und mein Angebot annimmst. Das Commonwealth braucht dich. Okay, das heißt, ich kann nochmal mit ihm reden, falls ich noch ein Minuteman werden möchte. Die Frage ist auch, kann ich mehrere Fraktionen annehmen? Ich überlege gerade, wie das damals in Fallout 3 gewesen ist oder bei New Vegas. Konnte ich nicht dort auch mehreren Fraktionen angehören? Aber ein Blick auf meinen Timer sagt mir, dass die Sendezeit für diese lockere, entspannte Folge vorbei ist. Ich bedanke mich mit einem letzten Blick auf Sanctuary Hills bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaut in der nächsten Folge wieder rein. Wenn es heißt, ich zeige euch vielleicht dann meine neue Hütte und vielleicht entscheide ich mich auch Minuteman zu werden. Alles das aber erfahren wir in einer nicht allzu fernen Zukunft in der nächsten Folge hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn es euch vielleicht noch mehr gefallen haben sollte, lasst mir auch ein Abo da. In diesem Sinne, hau ich mich in die Rinne. Bis denne und tschüss.